Jetzt hat Rolf Schwanitz das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Köhler, ich will Ihnen auch von meiner Seite herzlich gratulieren, Ihnen einen guten Start im neuen Amt. Ich sage auch Erfolg in der Amtsführung wünschen. Ich denke, das darf man aus der Opposition heraus trotzdem sagen. Denn die vielen tausend Menschen im Land, die den Erfolg des Ministeriums brauchen, setzen darauf. Und deswegen, denke ich, gehört das auch an den Anfang einer solchen Rede. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Sie haben am Anfang Ihrer Rede, Ihrer Einbringungsrede, darauf hingewiesen, dass der Einzelplan 17 im Entwurf zum Haushalt 2010 6,56 Milliarden Euro insgesamt beinhaltet an Ausgabenvolumen. Das ist richtig. Und Sie haben dann anschließend sich selbst dafür gelobt, dass das 170 Millionen mehr sind, als im Haushalt 2009 im Einzelplan 17 zur Verfügung standen. Ich denke, Sie haben Verständnis dafür, dass ich diesem Lob nicht folgen kann. Zum Ersten wäre es eigentlich redlich gewesen, auch darauf hinzuweisen, dass von dieser Summe ein entsprechender Betrag von 64 Millionen Euro schon aus dem ersten Haushaltsentwurf zum Haushalt 2010, den der damalige Finanzminister Peer Steinbrück aufgestellt hat, stammen, also quasi dort mit verbucht worden sind. Und zum Zweiten, meine Damen und Herren, das haben andere schon hier getan, aber ich erspare Ihnen das auch nicht, gehört natürlich auch der Blick darauf, was Sie an anderer Stelle tun. Wir haben gestern im Verlauf des Tages, auch heute sehr intensiv noch mal in Erinnerung gebracht, was Sie an Geschenken für die Hotellerie unternehmen, gesamtstaatlicher Ausfall von rund 1 Milliarde Euro Steuergeld, allein beim Bund 500 Millionen, die weniger zur Verfügung stehen. Das ist in etwa 3,5-mal so viel wie der gesamte Kinder- und Jugendplan im Einzelplan 17. Das muss man noch mal in Relation rücken, meine Damen und Herren, damit die Menschen draußen verstehen, was eigentlich hier passiert, wenn solche Geschenke mit der Gießkanne in die Landschaft gestreut werden. Ich will mich, meine Damen und Herren, auf zwei Fragen des Einzelplans 17 konzentrieren. Zunächst will ich ein paar Bemerkungen machen zu den Anti-Extremismus-Programmen. Die Koalition hat im Koalitionsvertrag angekündigt, dass jetzt künftig aus den Programmen, vor allen Dingen aus dem Programm Maßnahmen zur Stärkung Vielfalt, Toleranz und Demokratie, künftig auch Projekte gefördert werden, die sich auseinandersetzen mit Tendenzen des Linksextremismus und des Islamismus. Es ist, Frau Ministerin, so, ich habe auch noch mal ausdrücklich in die Medien geschaut, dass Sie selbst vor Ihrem Amt seit 2006 intensiv sich zu dieser Frage geäußert haben. Da ist zu lesen, dass Sie sagen, es gibt dort ein Riesensparpotenzial bei den Projekten gegen Rechtsextremismus. Da ist zu lesen, dass Sie sagen, man muss dort umschichten. Auch das ist zu lesen. Und es ist auch zu lesen in der Welt Online, ich will das hier mal zitieren, beide Probleme, damit meinen Sie den Rechtsextremismus und den Islamismus, beide Probleme sind etwa, Zitat, gleich groß und gleich gefährlich. Das sollte auch bei der Verteilung der Mittel berücksichtigt werden. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Ich persönlich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ob das wirklich, Frau Ministerin, Ihre Meinung ist oder ob es da nicht auch darum geht, ein paar Signale an die rechtskonservativen Teile in der Gesellschaft auszusenden, was für mich schwieriger und schlimmer wäre. Was schwieriger und schlimmer wäre. Ich rate Ihnen, räumen Sie das weg. Räumen Sie das weg. Sie stehen am Anfang Ihrer Amtsführung. Sie haben jetzt noch die Chance dazu. Räumen Sie das weg. Und das würde, ich denke, die Tätigkeit in den nächsten Jahren wesentlich erleichtern. Sie haben dann diese Woche, meine Damen und Herren, das ist kein vergifteter Rat, das ist ein ernst gemeinter Rat, weil ich glaube, man darf eine solche Amtsführung bei einem solchen wichtigen Thema nicht beschweren mit solchen ideologisch geprägten Aussagen.
Sie haben dann in dieser Woche erklärt und hier in der Rede dann auch noch mal, dass da nicht gekürzt werden soll, sondern 2 Millionen Euro zusätzlich für dieses Präventionsprogramm, für die einzelnen Projekte mit hinzukommen sollen. 2 Millionen Euro aus nicht genutzten Mitteln des Haushaltes 2009, wie zu lesen war. Ich will festhalten, eine inhaltliche Korrektur der eben von mir zitierten Aussagen ist es nicht. Eine inhaltliche Korrektur ist es nicht. Aber ich will auch ausdrücklich sagen, wir werden bei den Haushaltsberatungen, auch bei dem Berichterstattergespräch, auch im Ausschuss, ganz intensiv nachfragen, wo diese 2 Millionen Euro herkommen. Denn das ist eine nicht unbedeutende Frage. Es ist ein ganz entscheidender Punkt, nicht nur für uns Sozialdemokraten, ich glaube auch für viele Beteiligte in den Regionen und in den schwer betroffenen Gebieten, die unter rechtsextremistischen Tendenzen und solchen Umtrieben leiden. Es ist eine ganz entscheidende Frage, dass diese Veränderung keine Kürzung bei Projekten gegen Rechtsextremismus erfahren. Und, meine Damen und Herren, dabei ist es für mich egal, ob das eine direkte oder eine indirekte Kürzung ist, ob die Vergangenheit in der Gegenwart oder in der Vergangenheit im Sinne von nicht verausgabten Mitteln gelegen hat. Das werden wir klären und dafür haben wir in den Berichterstattergesprächen auch Zeit. Deutschland braucht nach meiner festen Überzeugung eine auf Dauer angelegte Auseinandersetzung gegen den Rechtsextremismus. Darum geht es. Wir brauchen eine Stärkung der Kultur und deswegen ist das ein ganz sensibler Punkt. Übrigens, ich würde mir auch wünschen, Ihre Amtsvorgängerin hat ja eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Ich glaube, fast bei allen Mehrgenerationenhäusern ist sie unterwegs gewesen und hat dort eingeweiht und war dort vor Ort. Ich erinnere mich nicht bei einem einzigen Projekt gegen Rechtsextremismus dort die Amtsvorgängerin gesehen zu haben. Das wäre ein wichtiges Feld, auch ein wichtiges Signal für Sie, Frau Ministerin, vor Ort die Situation zu stärken und den Menschen, die dort Initiativen haben und Bürger Mut zeigen, wie es nur bewundert werden kann, mit zu unterstützen. Meine Damen und Herren, ich will einen zweiten Punkt ansprechen. Das ist der Punkt, vielleicht einer der schwierigsten im Einzelplan 17. Das ist das Thema Zivildienst. Ich will zunächst mal sagen, wir müssen in den Haushaltsberatungen intensiv darüber reden, ob der jetzt etatisierte Titel tatsächlich das abbildet, was im dritten Zivildienständerungsgesetz geregelt worden ist. Herr Schwanz, Sie müssen zum Ende kommen, bitte. Wir werden das auf den Prüfstand stellen und Sie haben heute angekündigt, dass zum 01.01.2011 die Dienstzeitverkürzung kommt. Ich kann bei den Haushaltsansätzen null Vorbereitung darüber sehen. Deswegen wird das ein Schwerpunkt auch der Diskussion und Auseinandersetzung in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank.